Moin Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir wieder von Pico 4 zweite Klasse Eurofima ÖBB Wagen der Epoche 4. So, machen wir mal hier dieses schöne Paket hier auf. Und ja, Epoche 4. Die Artikelnummer ist 58432. So. Dann gucken wir mal. So. Dünn. Mach ich mal schön auf hier den Laden. So, mal gucken. Ja. Das ist mal wieder sehr, sehr schön anzuschauen. Dass mal wieder hier großen Wert auf Neuheiten gelegt wird. Dass hier auch große Kataloge mitgeliefert wurden. Ja. Ja. Das erklärt zumindest jetzt schon mal, dass dieses Paket so groß, also so schwer war. Okay, wo tue ich das mal hin? Da. So. Okay, es kommt erstmal hier Verpackungsmaterial. Dann, ja, ein Brief. So. So. Da sind sie schon mal. Einer. Also, diese Wagen haben die gleiche Artikelnummer. Also, jetzt hat nicht denken, was ist das denn jetzt hier? Was labert er da für ein Scheiß? Also, das alles ist eigentlich ein Produkt, was wir einfach öfters mal gekauft haben. So, hier ist jetzt nichts mehr drin, wieder weg von den Laden. So. Sehr, sehr schön. Okay, dann packen wir die jetzt aus. Huch, da fällt jetzt mal alles runter. Okay, Zurüstteile, pipapo. Können wir auch nochmal schnell wegtun. Trittstufen oder was das auch immer sein mag. Was ich schon mal sehr, sehr schön finde, ist, dass hier die Griffstangen schon montiert sind. Beim letzten Wagen mussten wir das alles noch montieren. Da ist auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt meiner Seite. Von meiner Seite aus. Was das hier auch ist. Naja, also. Jetzt sehe ich, glaube ich, was nicht so Gutes für den Fahrbetrieb. Sehr schön. Und ja, jetzt gibt es eine kleine Zeitraffer. Und dann packen wir nochmal die ganzen anderen Wagen aus. Ja.
Dann hören wir uns wieder, wenn alle ausgepackt sind, würde ich mal sagen. So Leute, ich glaube, das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt sind alle schon ausgepackt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ja, dass wir bald mal die 375 voll kriegen. Daran glaube ich fest dran. Und ja. Fahrvideo kommen die nächsten Wochen, weil wir haben noch sehr, sehr viel anderen Stuff zu erledigen. Und ja, dann ciao.